Kröten im Auftrag der Krallen. Zurück in die Kanalisation. Kanalisation. Ich guck nochmal hier. Jetzt weiß ich ja ungefähr, wie ich da reinkomme. Wird geladen. Lü. Schatulle. Was ist in der Schatulle drin? Kann man die öffnen? Könnte wertvoll sein. Kann man nicht. Ja, jetzt muss ich ja nur darüber, ne? Irgendwie, oder? Wie war das? Scheiße. Da hinten. Tja. Andersrum geht es dann doch schneller. Nimm dir einen Job aus der Kiste und wir reden spät. Hä? Mad Bob stehen. Ach du Scheiße. Nimm dir einen Job aus der Kiste. Okay, habe ich ja jetzt. Inventar. Nachricht an Cormac. Im Namen der Kleriker habe ich euren Gesuch zur Kenntnis genommen. Auch wenn es noch zu früh ist, Pakt oder Gabinistisch soll die Geste. Gemeinschaft, die Wahl der Bootsschwestern erscheint großes Potenzial zu besitzen. Und in unseren Gesprächen wird sein Einsatz für den Frieden lobend erwähnt werden. Ach so, 5. Ach, oder muss ich? Im Fort der Outlaws in Tavor gibt es einen Kerl, der Informationen besitzt, die wir gerne hätten. Leider rückt er nicht damit heraus und versteht es meisterlich, ein paar Beulen zu verteilen. Wie wir jedoch erfahren haben, turnt er oft auf den falschen Matratzen rum, was seinen Alten sicher nicht gefällt. Jemand muss in Fort der Outlaws ausbrechen und aus dem Vergnügungsviertel das Aufnahmegerät beschaffen, das wir dort deponiert haben. Mit etwas Glück finden sich darauf ein paar Aufzeichnungen, die den Kerl gesprächiger werden lassen mit Unlauen als Splitter. Risiken, da ein Hengst laden nicht nur gefressen, sondern auch in der Horizontalen gearbeitet wird, herrscht oftmals reger Betrieb, dennoch sollte es nicht allzu schwer sein, um das Ding zu kommen. Ich muss die Alten vielleicht erst rausholen. Mission. Elex ist universell einsetzbar und darum von großem Interesse für uns. Leider türmt das Zeug gehörige Leichenberge auf. Wenn wir also versuchen, es mit Gewalt an uns zu reißen, ziehen wir den kürzeren. Zum Glück wissen wir wo und wir relativ einfach an welches kommen können, ohne uns großartig aufzureiben. Unser Ziel ist Logan, der Duke von Tavar, beziehungsweise seine persönliche Truhe. Wir wissen, dass einer von Baxters Leuten eine Aufzeichnung mit dem Code gestohlen hat. Seine letzte Spur verläuft sprichwörtlich im Sand. Mit erstes Glück schmoren seine Knochen schon in der Sonne. Jemand muss den Dieb finden, den Notizen des Dukes gestohlen hat. Danach muss er selbstverständlich auch ins Fort der Outlaws aufbrechen und die Truhe, zu der der Code passt, aufspüren. Uns interessiert nur das Elix. Wer also es schafft, kann den Rest für sich behalten und den Splitter. Risiken. Der Dieb ist einer von Baxters Leuten. Wer noch am Leben ist, wird es gefährlich. Die Truhe hingegen sollte nicht allzu schwer zu finden sein. Mit dem richtigen Code offenbart sie eben ihr Geheimnis.
Forschungsunterlagen der Kleriker. Mission. Die Kleriker erkennen das Geheimnis, Elix als Energiequelle zu nutzen. Ja, Die wissen so Madbobs Waffenversteck. Mission. Wie ihr alle wisst, ziehen wir den Schatten purer Waffengewalt vor. Allerdings sind Waffen auch nichts anderes als Zahlungsmittel oder Garant für Sicherheit. Da unsere Ausrüstung fernab von dem ist, was die großen Fraktionen ihr eigenen, sollten wir ein paar Anstrengungen unternehmen, wenigstens im Kleinen aufzurüsten. Glücklicherweise wissen wir, dass der Duke, bevor er das Fort Tavar besetzt hat, in den Bergen einen alten Bunker seinen eigenen, in dem sicher noch einige Waffen lagern. Den Schlüssel dafür hat laut unserem Informanten der Müllbaron auch Madbob genannt. Jemand muss ins Fort der Outlaws aufbrechen und Madbob den Bunkerschlüssel stehlen. Es ist davon auszugehen, dass er ihn am Mann trägt. Wenn nicht, ist er sicher stets in seiner Nähe. Belohnung 900 Splitter. Risiken, der Müllbaron ist unberechenbar. Man hat bessere Nerven aus Stahl und geschickte Finger, wenn man ihn bestiehlt. Andernfalls hört man schnell das Gras wachsen. Ich mal meine Truhe. Alles nehmen. So. Das müsste doch jetzt aber abgeschlossen sein, oder nicht? Nimm dir einen Job. Wie? Hä? Was sagen die Quests? Na gut, dann muss ich die hier machen. Mal oben an. Bunker des Dukes. Wird Hey, Hank. Schlechte Nachrichten. Unsere Karawane wurde von den Alps überfallen. Psst, bist du wahnsinnig? Was soll das denn jetzt werden? Was soll das denn jetzt werden? Was soll das denn jetzt werden? Du hast hier keinen Zutritt. Na komm schon, runter mit den Hosen. Was hast du an kein kluge Entscheidung? Darum halt die Klappe und mach endlich. Ja, oder Lock besorgt. Nächstes. Famous Feindes. Nee, das ist ja wieder blöd. Mit Bob bestehlen. Oha, das kann schon anders ausgehen. Das Rumgeschleiche kannst du dir sparen. Okay, ich hab den Schlüssel. Ach, ich sollte nur den Schlüssel holen. Mein Gott. Alex für die Krallen. Slater. Logans Tresor. Gut, da muss ich erstmal darüber. Zu dem. Slater. Hab ich dem nicht schon begegnet? Ich weiß gar nicht. Ah. Hm.
muss wohl da runter. Scheiße. Jetzt aber tief runter. Hier von aus. So nicht. Oh fuck. Upsa. Ein kleines Lager voller Gangster. Ach, er hat schon wieder keine Munition mehr. Slater. Sehr einfach gekommen. So, drei weg. Alte Münze. Slotty, gewinn ein bisschen vom Glück. Du bist dabei. Logans Notiz. Logans Notiz hier außen. Ach, den hatte ich schon. Okay. Im Bunker der Dukes. 5. Inventar. Ich habe es geschafft. Es wäre viel zu viel gesagt. Ich alleine, aber es ist größer in meinem Verdienst, dass in der Wüste wieder Ordnung herrscht. Ich werde meine Macht ausbauen. Niemand sollte es wagen, mir dabei in die Quere zu kommen. Für den Notfall werde ich ein paar Kleinigkeiten zur Seite schaffen und meine Truhe verstauen. Der Code ist 8641. Finger weg von meinem Zeug, wenn du nicht ich bist. 8641. Höher. Der denn da? Da kann ich mich, komm ja nicht ja schlecht hinter den schleichen, oder? Raus, aber schnell, mach das ja nicht nochmal. Kann natürlich von hinten. Raus, aber schnell. Das ist deutlicher Wert. Mach das ja nicht nochmal. Okay, kann ich mich hier irgendwie hinlegen? Würde ich vielleicht nochmal eine andere Tageszeit probieren. Ist hier kein Bett? Da, was ist das? Ach, so ein Vorlegerteppich. Notizen. Da hätte ich den noch hier finden können.
Kann man da auf so einem Sofa schlafen? Nee, ne? Da. Ah, so close. Why in the bed? Oder ist ganz oben was? War ich nicht gerade ganz oben? Und so ein Schlafsack oder so? Hier unten irgendwie? Da ist natürlich belegt, ne? Mach ich mal ein bisschen Krach. Also sonst wachen die auch immer auf. Ach man. Warte, wenn ich die anspreche. Lass mich schlafen. Lass mich in Ruhe schlafen. Wow, 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 wow. Alle anderen springen halt direkt auf. Ist nichts, das heißt, ich muss hier raus, um fucking nochmal zu schlafen. Der hat kein Bett aus diesen zwei. Ich wüsste, wie viel Uhr wir haben. Die Schufterei muss mal ein Ende haben. Da. Geht nicht. Oh Mann, ey, was ist denn hier los mit den Betten? Was ist das, ein Schießstand? Eine Gelegenheit darf man nicht ziehen lassen. Es muss doch möglich sein, hier irgendwo zu schlafen. Oh. Man erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Da. Ach, lass mich schlafen. Da. Mittagsstunde. Was ist hier los? Mal gucken, vielleicht ist der auf dem Mittagstisch. Auf dem Mittagstisch, weil er wurde gebraten. Das wäre natürlich noch besser. Ansonsten morgens. Das kann ich auf jeden Fall da drinnen schlafen, glaube ich. Wenigstens. Hast du auch etwas Interessantes zu erzählen? Nein. Natürlich ganz unten noch mal gucken können, aber war ja nicht. Bitte, ich muss den glaube ich einfach töten. Donnerschlag. Ach, wie war denn jetzt die 5-8? Das war nichts. Da habe ich gerade bekommen, Fernkampf, Donnerschlag. Ich hätte jemand wegen einem Verbrechen gemeldet. Wieso? Geht doch. Naja, ich muss auf jeden Fall wieder zurück. Da müsste doch auch noch einer drin sein, oder? Auch sonst immer drei.
rennen die zwei hin? Weg im Gleichschritt. Ach, scheiße, ich muss ja noch in den scheiß Briefkasten schmeißen. Nach rechts. Ja, rotz mir voll Füße. Erledigt. Das war's. So. Hier klebt ein Zettel drin. Nachricht von H erhalten. Nachricht. Wenn du das hier liest, dann hast du vermutlich alle deine Mission für uns abgeschlossen. Wir warten dich an unserem üblichen Treffpunkt. Wir müssen reden. H. So, ich kann da hinten auch runter. Ich komme nicht durch die Kuppel, oder? Ah, nee, da. So nicht. Ah, gut, dass du da bist. Ich nehme an, du hast meine kleine Nachricht bekommen? Ja. Ja. Hervorragend. Ich hätte nicht aufbrechen wollen, ohne mich noch ein letztes Mal von dir zu verabschieden. Du gehst weg? Wir alle gehen weg. Du hast uns bei so vielen Sachen geholfen, dass wir endlich die Möglichkeit haben, von hier zu verschwinden. Und du bist natürlich eingeladen, mit uns zu kommen. Gerne. Ich werde später nachkommen. Meinst du, du schaffst es alleine? Keine Sorge. Wenn du das sagst. Was meinst du damit, ich habe euch geholfen? Vielleicht ist es dir nicht aufgefallen, aber alle Aufträge, die du für uns erledigt hast, hatten einen bestimmten Zweck. Und zwar werden sie uns helfen, einen Weg durch die Berge zu finden, heil auf der anderen Seite anzukommen und uns dort ein neues Leben aufzubauen. Wofür habt ihr die Vorräte aus Goliath gebraucht? Natürlich als Proviant für die lange Reise. Was habt ihr mit den Bauplänen eines Kampfkolosses vor? Aus dem gleichen Grund, weshalb wir die Forschungen der Kleriker haben wollten. Zu unserem Schutz. Außerdem brauchen wir etwas, mit dem wir handeln können. Wenn wir in der Lage sind, Roboter zu bauen, werden wir immer in der Lage sein, ein paar Splitter zu machen. Warum habt ihr diese geheime Aufnahme aus dem Vorgebracht? Sagen wir einfach, der Typ in der Aufnahme ist jetzt unser Reiseführer durch die Berge. Er kam von dort und jetzt haben wir die Mittel, ihn dazu zu bringen, uns dorthin zurück zu begleiten. Und was das Elex und die Waffen angeht, die du uns besorgt hast, kannst du dir ja vorstellen, wofür wir die brauchen. Koks und Nippen. Aber genug davon. Wir haben noch einige Sachen zu besprechen und vorzubereiten. Eine Kleinigkeit habe ich allerdings noch für dich. Quasi ein Abschiedsgeschenk. Meinen Truhenschlüssel. Alles, was ich für die Reise brauche, habe ich mir bereits rausgenommen. Den Rest lasse ich hier. Ich bin sicher, du kannst damit mehr anfangen als die Ratten hier unten. Wenn du das nächste Mal wiederkommst, sind wir vermutlich schon weg. Deswegen verabschiede ich mich jetzt schon mal. Wir sehen uns auf der anderen Seite der Berge. Kann ich da jemals hin? Ja, das kann man so oder so sehen. Es war so klar. Na gut, dann schlafe ich einfach mal. Sollten ja weg sein, ne? Also, schlafen wir bis Mitternacht. Ne. So viel Köche verderben den Brei.
Ohne Schlüssel wird das nichts. Macht es, Regenten. Nichts als Ärger. Es riecht nach Ärger. Ups. Mit Dieben mache ich kurzen Prozess. Das kümmert doch keine Sau. Okay. Wollen nur kurz. Das habe ich schon einmal gehört. Dings dabei haben. Es tut ein wenig weh, von hier zu gehen. Hier, auch ich will dir meinen Thronschlüssel geben. Nimm dir, was du brauchst. Ich habe ebenfalls schon gepackt. Auch wenn es mir wirklich schwerfällt, so viele meiner Waren hier zu lassen, so habe ich doch ein besseres Gefühl, wenn du sie hast. Hier, nimm dir aus meiner Truhe, was du brauchst. Haha. Ich muss niemandem mehr etwas. Du hast uns wirklich große Dienste erwiesen. Hier hast du auch meinen Schlüssel. Ich bin sicher, wir werden uns wiedersehen. Ich habe auch einen Geheimgang gefunden. Ach was. Erstmal was trinken. So. Ohne Schlüssel wird das nicht. Ohne Schlüssel wird das nichts. Es riecht nach Ärger. Ohne Schlüssel wird das nichts. Ich weiß, von wem du redest. Da halte ich mich raus. Na sowas. Da. Du redest einfach zu viel. Hirnkleber. Ja gut. Sei lieber still. Hab ich denn eine Quest oder was? Ja, das kann man so oder so sehen. Ist das wirklich so? Okay, einer muss den Sauhaufen hier führen. Was? Das habe ich schon einmal gehört. Eines Feindes Feind. Ist das wirklich so? Ist sie wirklich so leichtgläubig? Einer muss den Sauhaufen hier führen.